So, John Obama möchte mir ein Videospiel verkaufen. Hergestellt 2014, Seltenheit, gewöhnlich, Zustand, Schlechtschätzung, 78 Dollar. Sage mal 60 Dollar, weil ich einen guten Tag habe. Denke an 60. Okay, komm. Ich habe noch einen besseren Tag. Und Dwight Setung möchte mir ein silbernes Messer verkaufen. Hergestellt 2020, Seltenheit, ungewöhnlich, Zustand, schlecht, Schätzung 495 Dollar. Ich sage 400. Und Chloe Ripley möchte das verzierte Buch kaufen. Ich sage 750 Dollar. Sehr schön. Fitz Pope möchte etwas wirklich Wertvolles kaufen. Das Modellschiff, jetzt bin ich gespannt. Okay, 50.000 und dann bin ich dabei. Sehr schön. Der Preis, der schmeckt. Kylie Jobs möchte auch etwas kaufen, und zwar das Haikti-Plüschtier. 12.000 sage ich. Sage ja 12.000. Astronomischer Preis, ja. Leopold Chaplin, du möchtest mir eine Modelleisenbahn verkaufen, die eindeutig eine Fälschung ist. Restaurateur Bill hat gerade das mittelalterliche Katana fertiggestellt. Es liegt jetzt bei 45.000. Schmeckt. Als erstes möchte mir Katie Bell etwas verkaufen, und zwar das Familiar Dude Poster. Hergestellt in 2020, Seltenheit, ungewöhnlich, Zustand, Schlechtschätzung 400 Dollar. Ich sage 300. Nö. Und Wood Capone möchte etwas kaufen, und zwar die Brosche. Okay. Ich sage 10.000. Sehr schön. Die Golden Axt liegt jetzt bei 76.000 Dollar. Alter, es geht nur noch aufwärts. Es geht nur noch aufwärts. Ich schau mal in die Lageroption rein. Okay, das ist machbar. Noch. Sehr schön. Melisandre Allen möchte was kaufen, und zwar das Katana. Oh. Oder wie ich bei Cyberpunk sagen würde, Katana? Ich sage 70.000. Sehr schön. William Michael möchte mir ein silbernes Messer verkaufen. Hergestellt in 2000, habe ich vergessen. Bombastischer Preis. Schön, dir fällt immer ein neues Wort ein, auch nicht schlecht. Seltenheit, ungewöhnlich, Zustand schlecht. Dafür kriegst du noch 400, mein Freund. Und Anna Kava möchte was kaufen, und zwar das Videospiel. Ich glaube, wir können uns eher bei 150 einigen. 150? 150. 150. Okay, 146. Und Louis Copper möchte mir ein verziertes Schwert verkaufen, was eine Fälschung ist. Wie sieht's denn jetzt mit meinem Ansehen aus? Ich meine, ich habe ja doch so ein bisschen respektiert. Sehr gut. Respektiert meine Autorität! Um mal Cartman zu zitieren. Jetzt nicht den anderen, sondern Cartman. Simur Takanawa möchte das silberne Schwert kaufen. Ja, nix da, nix da, nix da. Sind wir denn da? Michael K. Gator möchte das Killer's Creed Videospiel kaufen. Was, was, was? Du meinst mit dem anderen noch den österreichischen Maler, oder? Genau. Den meinte ich gerade eben. 55.000. 55.000. Okay, 52. Himmlischer Preis.
Hallo, ich meine, guten Morgen. Freust du dich, mich wiederzusehen? Geht so. Ich wirkte. Ich bin herumgelaufen und ich meine, ich habe mich gefragt, ob du mehr Geld für mich hast. Was meinst du, Efi? Habe ich mehr Geld für ihn? Nein, 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 nein. Okay, alles gut. Ach komm schon, du musst so hart zu, du musst so hart zu sein. Oh Gott. Ich meine, schlimme Dinge können passieren, wenn man nicht zusammenarbeitet, weißt du? Nein. Ernst? Ich meine, du machst keine Witze, oder? Nun, wenn es das ist, was du willst, denke ich, dass ich jetzt gehen werde. Ich meine, ohne Geld von dir, ganz allein. Ned, komm nicht zurück. Jamie Wyatt möchte die goldene Axt kaufen. Nein. Shadi Power möchte was kaufen, und zwar einen Tisch. Ich sage 500, mein Bruder. 500. 500. Sehr schön. Und Eric Monroe möchte was kaufen, und zwar das silberne Messer. Ich denke da an 700 Dollar. Mario Kellerman möchte was verkaufen, und zwar die alte Bronzemedaille. So was kenne ich doch schon. Habe ich schon mal gesehen. Oh, da haben wir jemanden Ahnungslosen. Sehr schön. Und Tom Wizard möchte mir mal wieder, oh, diesmal ein Perry Hotter Sticker Album verkaufen. Hergestellt in 2023, Seltenheit, Seltenzustand, sehr gut. Ich sage, oh, das ist jetzt fies. Ich sage 3000. Okay, wahrscheinlich total überschätzt, aber gut. Shaden Peck möchte mir das der große Pate-Poster verkaufen. Hergestellt in 75, wird mit dem Spanischen Reich in Verbindung gebracht, als ob. Okay, 240.000, komm. Hier, bau auf die Kralle. Alter, ich habe den großen Fang gemacht, jede Wette. So, die Bracer-Action-Figur ist fertig. Liegt jetzt bei 25.000. Und die professionelle Drohne ist jetzt fertig. Liegt bei 4.200. Einundneunzigtausendfünfhundert ist dafür benötigt. Okay. Das ist das Ding, das wird reinhauen. Belle Lambert möchte das silberne Messer kaufen. Okay, dann nee, 600. Ja, dann geh halt. Sasha O'Brien möchte eine alte Bronzemedaille verkaufen. Nein, ich hab doch schon so eine. Thomas Gretzky möchte einen alten goldenen Schädel verkaufen. Ich sage 25.000. Und Joel Gage möchte die professionelle Drohne kaufen. Ich sage, die liegt bei 7.500. Schade. Pearl Erickson möchte die goldene Axt kaufen. So, jetzt geht's los hier. Ich sage, die kostet, komm, 100.000. Okay, 80.000. Okay, ich hab. Obwohl, nein, 100.000. Komm, 100.000. Schade. Ich verkauf die doch nicht unter Wert. Bin ich blöd oder was? Verleumdung. Diesen Morgen hast du Randall in einer TV-Werbung gesehen. Er hat gesagt, dass er nie gefälschte Gegenstände kauft oder verkauft. Du jedoch ziemlich oft. Jeder, der sich für Fälschungen interessiert, kann also in deinen Laden kommen. Dein Ansehen hat sich verringert. Bitte was? Eine absolute Frechheit. Restaurateur Diego hat den königlichen Palast, das Souvenir beendet. Das liegt jetzt bei 15.000. Die Axt, die werde ich ja wohl mal für 100.000 los. Also, das gibt's doch nicht. So, Lando Daniels möchte mir eine verzierte Militäruniform verkaufen. 200? Nein. Lars Flatt möchte mir einen alten verzierten Schreibtisch verkaufen, hergestellt in 1881, Seltenheit, selten Zustand, sehr gut. Okay, 5.500, du ahnungsloser Narr.
Sehr schön. Carter Snow möchte mir eine alte Gitarre verkaufen. Hergestellt in 1779, wird mit dem Osmanischen Reich in Verbindung gebracht. Ja, aber nicht für den Preis, damit fangen wir nicht an. Trent Hatch möchte mir einen Luxusbackofen verkaufen. Hergestellt in 2019. Ich sage 3500. Sehr schön. Und Harry Beth möchte was kaufen, und zwar den königlichen Palast. Ich sage 22.000. Ich sage 22.000. Sehr schön. So, die Bronzemedaille ist jetzt auch fertig. Gut, schauen wir noch mal. Ach verdammt, 91.000. Eieieiei. Alter, nein, bitte nicht noch solche Medaillen. Genghis Johnson möchte die professionelle Drohne kaufen. Alter, die ist mehr wert. Und Helen Linnet möchte das Pate-Poster kaufen. Nein. Camilla Lockhart möchte das silberne Messer kaufen. Ich sage 650. Sehr schön. Peter Farrell möchte die alte Bronzemedaille kaufen. Ich sage 13.000. 13.000. Yes. Jetzt kommt schon, Leute, jetzt kauft doch bitte. Alexis Massara möchte mir einen verzierten Leuchter verkaufen. Hergestellt in 1964, gehörte zu Bruce Fee. Seltenheit selten, Zustand gut. Ja komm, es wird eh wieder nicht als Fälschung anerkannt. 2000. Ah, okay. Eddard Conned möchte das Perry Hotter Sticker Album kaufen. Oh. Ich sag 5000 ist ein guter Preis. Okay, verdammt. Dann habe ich mich doch da total verschätzt. Roll Oliver möchte... Da, nein! Nee. Veto. Bell McClark möchte was kaufen, und zwar den Luxusbackofen. Ja, komm, dann hier. 6500. Sehr schön. Chloe Brandt möchte was kaufen, und zwar die Bracer Actionfigur. Aha. Ja, komm, reden wir über das Geld. Komm, jetzt 30.000. Sehr gut. Ich komme meinem Ziel näher. Nein. Nein, ich möchte nichts kaufen. Melva Sekov möchte was kaufen, und zwar den verzierten Schreibtisch. 14.000. Ich will es ja nicht übertreiben. Okay. Der goldene Schädel liegt jetzt bei 81.000. Holy. Jetzt kommt schon das Poster. Das muss es sein. Das muss es werden. Heute bin ich richtig gelangweilt. Das ist schlecht. Wie wäre es mit einer Herausforderung für ein bisschen Spaß? Es wird riskant. Du könntest Geld verlieren oder in dir des Tages machen, wer weiß. Ich höre zu. Nein. Peter Fowler, was hast du mir denn zu bieten? Mittelalterliche Raketenwerfer. Hergestellt in 1458. Seltenheit episch, Zustand schrecklich. Kann ich mir aber nicht leisten. Horst Peter Schmidt hat ein Kolosseum-Souvenir. Ja, da können wir schon eher drüber reden, aber nicht so. Genghis Bagwell hat eine professionelle Drohne für mich. Hergestellt in 2006. Nein. Und Lawrence Rioli hat den eisernen Thron. Statue. Mann, das kann nicht wahr sein. Obwohl Zustand sehr gut, also viel mehr im Wert steigern würde der sich eh nicht. Komm schon, bring Geld hier rein. Elena Setzen möchte einen Luxustoaster verkaufen. Ha. Sag mal 1200. Mittelalterliche Raketenwerfer klingt so glaubwürdig wie intelligenter Grünwähler. So, Summer Dawn möchte mir eine verzerrte Militäruniform verkaufen. Weiß nicht, ob die mir steht. 250? 250. Sehr schön. Die Welt gegen uns.
Scheinbar führen die neuesten Enthüllungen, welche unseren Präsidenten als dieser Spaß mit Enten hatte, beinhalten dazu, dass die ganze Welt nun sauer auf uns ist und unsere Produkte nicht mehr kaufen will. Der Präsident erklärt, dass wir Preise reduzieren werden, um Frieden mit der Welt zu schließen. Alle Kunden werden 20% weniger anbieten für die... Bitte was? Frechheit! Unerhört!